Moin Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Heute mit einem etwas anderen Thema. Es geht auch um den E92, es geht eigentlich um viele Probleme, die sich so zusammentun und allgemein um die Probleme als Auto-YouTuber. Das klingt so doof, weil Influencer, Freunde, die haben ja gar keine Probleme, die verdienen Unmengen an Geld, sind unfassbar reich und arbeiten nicht viel. Genauso sieht's aus, Freunde. Kurz mal, ne? Schickes Auto, ne? Ja. Lass uns mal einen aktiven Stepper reinmachen, weil hier sind schon wieder einige Parts dran, die ich nicht so liegen kann. Muss ich mir kurz selber nochmal angucken, wie mir das gefällt. Ja, ne, kann man machen. Ja, ihr werdet das sicherlich schon im Titel und Thumbnail gelesen haben. Und zwar möchte mir niemand ein Gewindefahrwerk einbauen. Und ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit auf eine Reise. Und zwar, ich war ja damals bei meinem Stiefpapa, dort haben wir versucht, das Gewindefahrwerk einzubauen und sind gescheitert daran. Aufgrund dessen, weil uns direkt die erste Schraube weggerissen ist, wir auch vermutet haben, dass die zweite Schraube unten an dieser Stoßfänger-Dämpfer-Aufnahme, dass die auch wieder wegreißt. Und haben dann das abgebrochen, weil einfach, ja, ich war in Chemnitz, das ist, glaube ich, 150 Kilometer von mir zu Hause entfernt, war in einer Hobbywerkstatt und das ist natürlich ein doofes Umfeld für solche Maßnahmen. Kurz Hintergrund, das Fahrzeug hat jetzt 317.000 Kilometer runter, das heißt, ja, das ist alles ein bisschen, ne, bisschen tricky, ne? Aber der hat schon mal einen neuen Stoßdämpfer bekommen, also von daher, man meint, dass das Fahrzeug, also dass das eigentlich nicht passieren dürfte, es passiert aber, genau, habe ich aber auch schon mal ein Video drüber gemacht. Oder ich habe das in einem dieser, ne, das wie Hobbs mich dieses Auto nimmt, habe ich das auf jeden Fall einmal mit erwähnt. Und damals wollte ich hier so ein paar Federn reinbauen, ne, kostengünstig, weil wie gesagt, also das erklären wir später mal, warum kostengünstig. Dann wollte ich, eigentlich habe ich gedacht, scheiß drauf, du baust dir einfach ein Gewindefahrwerk ein. Wenn es dir mit den Federn, wenn dir das von der Höhe nicht reicht, kannst du halt, ne, ist halt scheiße dann. Also lieber gleich ein paar Mark mehr investieren, Gewinde hier rein. Und dann geht man zu irgendwelchen Leuten hin, wo man denkt, okay, dort kriegt man es vielleicht so ein paar Mark günstiger als in dieser normalen Werkstatt. Und dann sagen dir die Leute, nö, das bauen wir dir hier nicht ein, weil wir da keinen Bock drauf haben. Also Fahrzeug mit den Kilometern, wenn du denen sagst, dort ist schon mal eine Schraube weggerissen, haben die gar keinen Bock drauf. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil die Werkstätten wollen heutzutage einfach die Dinger tauschen, die Bauteile tauschen und yalla, let's go, verpiss dich. Und dann dafür viel Geld verlangen. Was ich auch irgendwo checken kann, weil man einfach nicht mehr die Zeit hat, sich damit intensiv zu beschäftigen. Die Arbeitszeit ist in Deutschland mittlerweile gefühlt das teuerste. Die Teile sind eigentlich gar nicht mehr so teuer, sondern die Arbeitszeit, die dahinter steckt. Das heißt, man baut dort, also tut dort Teile tauschen, so, ne, einfach ohne Sinn und Verstand manchmal. Und hofft, dass es funktioniert so mäßig. Und ja, ne, dort irgendwas reparieren, das will eigentlich niemand mehr. Es geht eigentlich, reparieren ist heutzutage einfach nur noch Teile austauschen. Ist so. Und das einfach bedingt durch diese teure Arbeitszeit. Genau, dann war ich auch irgendwo anders oder bei meiner Main-Werkstatt, wo ich eigentlich sonst hingehe, die eigentlich auch recht teuer sind, muss man ehrlich sagen. Also Stundenlohn ist dort 60 Euro netto die Stunde plus Mehrwertsteuer. Und dadurch, dass das Auto nicht hier Firmenfahrzeug ist, sondern privat ist, sind das dann, lasst uns ausrechnen, ich bezahle pro Stunde Arbeitsleistung. Seid ihr bei 71,40 Euro Arbeitsleistung brutto die Stunde. Das ist ordentlich. Das bin ich aber auch bereit zu zahlen für ein Ergebnis, was am Ende, ja zum Beispiel bei den Bremsen oder so, wenn es einfach schnell gehen muss, ne, dann ist man einfach darauf angewiesen, dass das läuft. So, jetzt stellt euch, oder ich war bei ihm, hat gesagt, okay, yo, können wir dir machen, aber du bezahlst halt dort, ne, wenn dort Schrauben festgehen und wir die ausbohren oder so, bezahlst du uns das halt, ne, das kann natürlich teuer werden. Und kleiner Real Talk an der Stelle, ich sehe es auch nicht ein, dann zu jemandem, also das zu bezahlen, weil am Ende des Tages weiß ich genau, was dort abgeht. Dort reißt der Mechaniker die Schraube ab und dann steht der Azubi dort 2 Stunden da und tut dort die Schraube ausbohren und ich am Ende soll dann für den Azubi 60 Euro netto die Stunde zahlen, Freunde. Genau so sieht's aus. Und wenn mir das jetzt noch, also eine Schraube haben wir ja schon rausgeballert, wenn mir das jetzt noch an 3 Schrauben macht, dann sind das, was weiß ich, wir haben damals so 2-3 Stunden gebraucht, um diese Schraube dort rauszubekommen, dann seid ihr dort aktiv dabei mit 3 mal 2 sind 6 Stunden. 6 mal 70, 420 Euro nur Aufpreis, dass die Schrauben raus sind und dann verbaut ihr noch das Gewindefahrwerk, da seid ihr bei weit über, würde ich schätzen, ich habe keinen Plan, aber ich würde sagen, ein Tausender
über einen Tausender, bloß für den Einbau. Dann kommt dazu das Gewindefahrwerk, ein Tausender. Oder sagt man, man nimmt ein günstigeres, aber ne. Und dann tragt ihr das Ganze noch ein und dann, Freunde, wird es auf immer ganz schön dünne bei so einem Fahrzeug, was ziemlich viel Kilometer runter hat. Das heißt, diese Option kommt für mich einfach nicht in Frage. Das ist eigentlich ziemlich logisch, weil es einfach zu teuer ist. Das ist einfach so. Das klingt so doof, das zu sagen, weil ich bin ja Influencer, ich bin ja reich eigentlich. Ich mach bloß Spaß als safe. Das geht einfach nicht. Das können wir nicht machen, Freunde. Also, dann. Ich kenne ja wieder die Kommentare jetzt, die sagen, yo, Digi, bau das selber ein, ist mega geiler YouTube-Content. Und Freunde, an der Stelle, das Auto ist mein Daily, das wird auch gefahren. Ich sage das nicht bloß, dass ich das fahre, sondern ich fahre es wirklich 20.000 Kilometer im Jahr. Und das Auto muss fahren, weil ich muss in mein Lager und ich muss viel rumfahren. Also das ist wichtig, dass das gemacht wird. Und das Auto hat 340 PS und ich... Ganz ehrlich, Freunde, ich bin kein Kfz-Mechatroniker. Ich bin nicht fähig, das einzubauen. Und am Ende des Tages baue ich es vielleicht ein. Das dauert vielleicht wieder eine Woche, rumgeschinde, rumgehasse. Und am Ende ist es nicht richtig. Am Ende fliegt hier was auseinander. Das ist ein, sag jetzt mal, hochmotorisiertes Fahrzeug. Es sollte alles so dran passen, wie es passen sollte. Und da mache ich einfach keine Experimente. Was ich mir gedacht habe, um jetzt nicht so rumzuheulen, sondern auch ein bisschen lösungsorientiert zu sein. Ich habe mir vorgestellt, wenn man jetzt eine Immo hätte, wo man eine Bühne drin hätte, könnte man das vielleicht auch unter Anleitung machen. Das heißt, man hat dort einen Mechatroniker mit dabei, der das Ganze mit einem zusammen macht. Das wäre auch was anderes, weil der könnte am Ende gucken, ist das fachlich korrekt verbaut, und da hätte ich auch ein gutes Gewissen dabei. Aber ich alleine... Könnt ihr knicken, Freunde. Und die Leute, die übrigens immer noch behaupten, yo, Digi, du brauchst eine Bühne, das ist der AAA-Content für diesen Kanal. Ich habe jetzt fast, ich sag jetzt mal, in so in 2-3 Monaten bin ich bei 10.000 Abonnenten, was mich sehr, sehr freut. Und ich glaube, die Leute haben mich nicht abonniert für meinen ultra-harten Schrauber-Content, weil da gab es schon so ein paar Videos und da habe ich bewiesen, dass ich einfach kein Schrauber bin. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Das ist wieder die beste Voraussetzung hier. Wir müssen taktisch hier rangehen. Das ist ja meine Stärke, das wisst ihr ja. Ui. 3-7. Mann, du Hund. So was Dummes, wirklich. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Alter, diese Billigratsche, Alter, ich raste schon wieder komplett aus. Aber das kann ja, das ist ja ein Witz hier. Das ist ja wirklich einfach so ein Witz. So, nicht einfach eine Passion und eine Leidenschaft für diese Kfz hab, für diese Autos hab. Ich sie aber nicht tatsächlich krass reparieren kann. Das muss man einfach so sich eingestehen und einfach ehrlich so sagen. Das ist einfach so. So, jetzt hatte ich ja die tolle Idee mit der Bühne. Ja, ne? Toppi. Mach das mal, Max. Das ist auch eine super Idee. Ja, da gibt es ein riesengroßes Problem. Ich bin schon seit gefühlt Jahren auf der Suche nach einer Immo, die das Ganze vereint. Aktuell gebe ich euch mal so einen kleinen Einblick in die Videos. Ihr müsst euch vorstellen, ich zeige euch das mal hier auf meiner Mango-Box. Das ist eine Mango-Box, Freunde. Und zwar, hier wohne ich privat. Dort ist auch gleichzeitig wie mein Büro. Das heißt, dort steht ein großer Schreibtisch mit einem tollen PC drauf, wo ich Videos schneide, wo ich Produkte in den Shop implementiere. Alles sowas, wo ich diese Bürotätigkeiten steuern, meuern, man kennt's. Das mache ich dort. Dann müsst ihr euch vorstellen, habe ich hier dieses, ich sage jetzt mal, diese Schrauber-Garage. Das heißt, das ist eine kleine Garage, wo ich ihr diesen Schrauber-Content rauskennt. Also wo ich Felgen wechsle, wo ich mal was montiere, wo ich so ein paar Kleinigkeiten mache. Ein bisschen mit dem Wagenheber, die Bremsen am E92 gemacht habe, das ist das. Dann, wie gesagt, hier ist das und hier ist mein Lager. Also das sind drei unterschiedliche Orte, die sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Wenn ich von meinem Büro aus in diese Garage fahre, sind das insgesamt, also hin und zurück, 66 Kilometer. Und hierhin, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Das ist auch ganz schön, also auch ein bisschen Stück. Ich glaube, 20 Minuten Fahrt hier, so 15 bis 20 Minuten, eine Strecke. Und hier ist, glaube ich, so 30 Minuten, eine Strecke. Das heißt, das ist Zeit, die man verfährt, und Geld, logisch.
Das heißt, ich bin schon lange auf der Idee oder auf dem Trip, lass das einfach alles mal vereinen. Also, dass man einen Ort hat, wo alles möglich ist. Das Ganze bietet unfassbar viel Vorteile. Man könnte viel mehr Videos machen, man würde viel mehr Zeit sparen, man könnte Geld sparen. Dieses Rumgereise fehlt. Ich sag mal, das Geld ist mir eigentlich an der Stelle ziemlich egal, weil am Ende des Tages zahlt man das wieder an Miete irgendwo drauf. So. Also, ja, das ist jetzt nicht der hauptausgeschlagene Punkt, aber man könnte viel mehr machen, weil man alles kombiniert an einen Ort hat. Man könnte auch vielleicht mal sich irgendwo eine Bühne reinkrachen und dort auch ein bisschen Content drehen. Jetzt gehen die Probleme weiter. Und zwar, ich nenne euch mal so die Kosten. Achso, ich weiß gar nicht, was das Brutto kostet. Ich weiß bloß, was das Netto kostet. Also aktuell zahle ich für meine Immos, die ich so rundum hier habe. Also nicht, das Private ist ja privat, also das zähle ich mal nicht mit rein. 400 Euro brutto zahle ich an Mietkosten aktuell. Das ist eigentlich ziemlich, das ist gut, ein guter Preis. Ja genau, da ist jetzt nicht drin das Büro, was privat dort ist. Ein Büro in der Größe würde circa, also wenn man jetzt sagt, man macht ein kleines Büro, 20 Quadratmeter oder so, zahlt man vielleicht so 200 bis 300 Euro netto. Das würde jetzt nochmal oben drauf kommen. Dann wisst ihr ungefähr, in welcher Range wir uns bewegen. Das heißt, ich sage jetzt mal, ein Budget von mir ist jetzt circa bis 1000 Euro brutto. Wenn man das alles vereinen könnte und meine Top-Immo habt. Und jetzt suche ich das Ganze natürlich schon seit längerer Zeit und ich finde nichts. Wirklich nichts. Also entweder man hat einen Kaltlager, wo man wirklich sehr, also wo man wirklich keine Heizung drin hat. Das heißt, man hat da nur Strom drin und zahlt dort schon 800 Euro da zum Teil dafür. Das heißt, da bräuchte ich zusätzlich noch ein Büro. Am Ende des Tages sitzt man in einer kalten Halle, wo man dann Pakete verpackt für euch. Das ist einfach ziemlich Trash. Ja, da geht es schon wieder los. Und also die richtige Immo-Wahl in diesen Locker, wo ich suche schon ewig danach, nicht dabei. Jetzt sagt ihr, du hast ja erst seit kürzerer Zeit, also erst seit Anfang diesen Jahres hast du dieses Lager, wo du die Pakete verpackst, das ist true. Und dieses Lager habe ich mir irgendwann genommen, weil ich einfach keine gescheite Immo gefunden habe, die das alles vereint. Und das war quasi eine Notlösung, eine Plan-B-Lösung, die Worst-Case-Lösung quasi. Und die haben mir dort jetzt aktuell da. Und die ist natürlich nicht das AAA, aber ja. Ich kann euch mal was zeigen, was ich mir so vorstellen würde. Und was sowas kostet, und das ist natürlich auch jenseits von Gut und Böse. Und zwar sprechen wir hier von 200 Quadratmetern Gesamtfläche. Das ist ordentlich und das würde easy reichen. Ich blende euch mal ein Bild davon ein. Und das ist eine ziemlich neu alles, sieht ziemlich fresh aus, ist ziemlich geil. Das Ganze kostet, Freunde, haltet euch fest an eurem Lenkrad, an eurem Tisch, sonst irgendwo, 1600 Euro netto kalt. Da habt ihr keine Heizkosten drin, da habt ihr keine Stromkosten drin, da habt ihr nichts drin, keine Versicherung, gar nichts. Da seid ihr warm bei der Größe, easy, netto, bei 1,92k. Dann kommt dort noch die Mehrwertsteuer drauf, Freunde, ihr zieht euch kompletter Rino weg. Das ist crazy as hell, wirklich. Die Bude, da suchen die auch schon länger einen Nachmieter für oder allgemeinen Mieter. Das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass der Preis viel zu teuer ist, wirklich. Dann hatte ich jetzt mal eine kleinere Halle, da habe ich gedacht, okay, ja, guck's dir mal an, wäre was Cooles, wäre auch ein Büro in der Nähe gewesen, ne, habe ich gesagt, okay, Donnerstag, Besichtigung 16 Uhr, kriegst du kurz vorher einen Anruf vom Vermieter, ey, yo, Digi, passt mir heute nicht, lass das morgen 16 Uhr machen und am nächsten Tag kriegst du 15 Uhr einen Anruf, yo, ist schon vermietet die Bude. Also Freunde, da kriegst du einfach nur noch Hass auf die Leute, dass man kann es mit den Mietern machen, Freunde, ist einfach so hier. Gewerbeimmos sind schwer zu finden. Unfassbar. Ja, an der Stelle, nicht, dass ihr denkt, selbst wenn ich jetzt eine Halle mit einer Bühne hätte, dass ich dann die Leute ausbeute und sage, yo, hier, ich zeige euch in den Videos und baut euch aus. Da hätte ich natürlich eine Lösung gefunden, wo man sagt, dort sind alle mit glücklich, dass man sagt zum Beispiel, yo, du schraubst mir das hier rein, ich gucke zu, ich filme ein bisschen, cooler Content für YouTube. Vielleicht ist das auch jemand, der ein bisschen Bock hat, vor der Kamera zu stehen, vielleicht auch der selber dann einen YouTube-Channel macht. Wäre so, ne, eine Hand wäscht die andere, könnte ich ihm helfen bei dem YouTube-Content und er würde mir halt dabei helfen, dann würde ich halt sagen, okay, yo, wenn du was an deinem Auto schrauben willst, nutz die Bühne, nutz das Werkzeug, nutz alles, gar kein Problem, kannst du for free usen.
So eine Hand wäscht die andere. Und wenn er sagt, okay, oh nee, ich würde jetzt eh nicht so viel dran schrauben, dann könnte ich dir noch anstellen auf geringfügiger Beschäftigungsbasis. Dass er sagt, okay, er kriegt dort was dafür. Also nicht, dass ihr denkt, yo, ich nutze die Leute aus oder so. Das ist gar nicht mein Vibe, gar nicht mein Ding so. Soll jeder sein Hack bekommen. Aber ich sehe es halt nicht ein, für 60 Euro netto die Stunde jemanden zu bezahlen, der mir das hier einbaut und am Ende mir dann hier irgendwelche riesen Rechnungen stellt, weil 3 Schrauben abgerissen sind, sehe ich gar nicht ein, sage ich euch ehrlich. Vor allem, weil, jetzt kommt's, wir reden nur von 24, wir sind 4 Monate in 24 drinne. Wir haben die Bremssättel neu gemacht, wir haben extreme anderweitige Probleme gehabt, dafür gibt es nochmal neue Videos, also in einer der folgenden Videos. Da noch Content. Dann musste ich neue Felgen kaufen, weil die ich letztens verbaut habe, die J21 Schrott sind, auch wieder eins der nächsten Videos. Komplett crazy, dann ist es natürlich nicht damit getan, dass man das Auto so in dem Zustand lässt, wo es jetzt ist, sondern man fängt hier an zu tunen, Lenkrad, Schaltwippen, also das, ja, Freunde, ne? Also, wir haben hier ein gewisses Budget an dem Fahrzeug und am Ende des Tages, das Auto hat 317.000 Kilometer runter. Niemand weiß, was hier passiert. Ne? Also, ich meine, das ist auch dieses Spannende an dem Fahrzeug, aber auch so ein bisschen ein Risiko für mich natürlich. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht anfangen, für 2.000 Euro irgendwelche Maßnahmen zu starten, die einfach dumm sind. So. Ich meine, klar, das Fahrwerk kostet seinen Preis. Ich bin auch bereit, dafür was zu bezahlen, das einzubauen, klar, aber ich kann jetzt hier nicht eine normale Werkstatt damit beauftragen. Das ist einfach, geht nicht. Ich komme mir auch ein bisschen dumm vor, so ein Video zu machen. Aber vielleicht, Freunde, ne? Vielleicht findet sich jetzt eine Werkstatt, die sagt, okay, yo, Max, pass auf, wir können dort was starten. Vielleicht findet sich dort ein Einzelner, der sagt, Max, wir können hier was starten. Wie gesagt, ich bin auch bereit, da was gegenleistungstechnisch was dafür zu machen. Oder auch was zu bezahlen, so ist auch nicht. Aber ja, Freunde, da fehlen mir aktuell wirklich die Connections dazu. Das ist einfach triggered as fucking hell. Ja, schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist, wie es ist. Und ich bin da ziemlich abgefuckt von. Weil ich finde, aktuell so ein Gewindefahrwerk würde dem Fahrzeug noch gut stehen. Egal. Freunde, ich würde sagen, in diesem Sinne, Ring, Rinne, haut rein und